Eine Creme, die mich wirklich interessiert hat, weil eben hier Ceramide enthalten sind, ist die Pink Power Cream von No. Die habe ich mir so im Laden gekauft, also das ist jetzt kein Produkt mehr aus meiner großen Bestellung. Und wie ich mit der Creme zurechtgekommen bin, erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und wir sprechen heute über diese Creme hier. Diese Creme habe ich mir im Nachhinein gekauft, ist also kein Bestandteil mehr von meinem Haul, den ich vor längerer Zeit gemacht habe. Da habe ich mir so die neuesten Produkte gekauft. Kurz danach ist die Pink Power Reihe rausgekommen. Ich kann dir gerne mal den Haul unters i legen. Und die Creme ist somit jetzt mit dem Serum zusammen eins der teuersten Produkte bei No. Ich kann dir gerne mal die Inhaltsstoffe einblenden, weil ich habe jetzt eine Frage zu den Inhaltsstoffen. Hier wird mit Indigo-Rubin beworben. Ich finde diesen Inhaltsstoff aber nicht in den Inzis. Wo steckt er drin? Ich habe Tomate gefunden, das ja, aber Tomate wird wohl kaum für die pinke Farbe zuständig sein, denn Indigo-Rubin spricht man ja Positives zu, das soll wunderbar für die Hautbarriere sein, soll beruhigend wirken. Aber wo steckt dieser Inhaltsstoff? Da bin ich schon ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich glaube, das ist eins der ersten Produkte in der Drogerie mit Ceramiden. Hier ist Ceramid-MP drin. Deswegen hat mich die Creme auch so interessiert, weil ich mit Ceramiden echt wunderbar zurechtkomme. Mit 15,95 € ist die Creme schon teuer. Sie wirkt ähnlich bei mir auf der Haut wie die Creme von Colibri. Die habe ich ja auch schon vorgestellt, kann ich auch mal unters i legen. Ich habe da so dieses Empfinden, wenn ich sie auftrage, fühlt sich das an wie ein Pflaster, wie so eine Versiegelung, was nochmal alles schön einschließt in die Haut. Und dennoch ist es aber so, dass ich der Meinung bin, wenn jemand wirklich richtig trockene Haut hat, kommt er mit der Creme alleine nicht zurecht. Hier gibt es nochmals ein Serum dazu, das habe ich noch nicht. Möchte ich aber gerne auch noch ausprobieren. Aber durch das, dass es das eben recht ölig ist und ich halt doch eine Mischhaut habe, die in Richtung fettig geht, bin ich da noch so ein bisschen zurückgeschreckt gewesen. Weil, wie gesagt, mit 16 € ist so ein Produkt dann schon ein bisschen teurer. Dennoch komme ich mit der Creme wahnsinnig gut zurecht. Habe jetzt eine Pause mit der Creme eingelegt, weil ich einfach auch mal gucken wollte, wie ist es ohne und wie ist es dann auch wieder mit. Also dieses Feuchtigkeitsgefühl, was die Creme verursacht, ist echt super. Aber dennoch dieses, wenn ich die Creme auftrage und meine Haut ist ein bisschen feuchter, braucht es halt doch ein bisschen länger, bis ich die Creme einfach in der Haut drin habe. Es ist ganz interessant gewesen, dass ich war bei DM auf der Homepage und habe einfach mal die Kommentare zu der Creme durchgelesen. Und ich finde sowas auch bei meinen Videos einfach immer wichtig. Wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, wie ich jetzt, dann schreib mir das gerne unten in die Kommentare rein. Denn jede Haut ist anders, ne? Und diese beruhigende Wirkung, ich hatte diese beruhigende Wirkung, muss ich sagen. Aber dennoch kann ich nicht viel dazu sagen, ob es wirklich gegen Hautrötungen wirkt. Weil ich bin jetzt niemand, der an sich ständig Hautrötungen hat. Gerade morgens auch nicht. Wenn dann vielleicht mal ein bisschen abends, wenn ich mir im Gesicht gekratzt habe oder so, dann ist natürlich ein bisschen rot. Aber so empfindlich ist meine Haut dann doch nicht, dass ich irgendwie konstant mit Hautrötungen zu tun habe. Dieses Versiegelungsgefühl, das ist halt echt. Das liebe ich. Andere haben das doch als negativ aufgefasst. Hat man richtig gut in den Kommentaren bei DM lesen können. Wie bist du mit dieser Creme zurechtgekommen? Hast du irgendwie Probleme damit bekommen, weil dann doch diverse Leute mit Allergien zu tun hatten? Also so wie sich das gelesen hat, waren das mehr oder minder Allergien. Also war ein Inhaltsstoff daran schuld, dass die Haut eben reagiert hat. Und die negativen Kommentare, die ich gefunden habe, die waren dann doch irgendwie ähnlich.
Ich vertrage sie wunderbar, würde sie mir aber nicht notgedrungen nochmals kaufen. Außer meine Haut verlangt so ein bisschen nach diesen Ceramiden und nach dieser beruhigenden Wirkung. Denn ich bin ja so ein Fan von der Balea Med Ultra Sensitiv, dieser Urea-Creme. Und wenn ich eben Ceramide haben möchte, würde ich mir den Barrierebooster nochmal holen von Colibri. Und das in Kombination ist halt wirklich für mich einfach eine Traumkombination. Dennoch finde ich die Creme halt wunderbar und ich mag halt einfach auch dieses Outfit. Ich mag diese Metallverpackung. Ich habe da ganz positive Erinnerungen. Ich weiß, eine Freundin von mir hat sich früher immer Beleda-Cremes gekauft und die waren auch eben in dieser Metallverpackung drin. Nur ein kleiner Tipp nochmal am Rande. Das macht das Recycling einfacher. Wenn du die ganze Sache wegschmeißt, bitte mach den Deckel weg und schmeiß den Deckel getrennt von der Tube weg. Ne? Also da haben dann so Sortiermaschinen überhaupt keine Probleme mehr. Das Ganze kommt in so einem Kartönchen. Das sind wir ja von No inzwischen gewöhnt, dass man da keine überflüssigen Verpackungen, also keinen überflüssigen Raum hat. Das Problem ist, No möchte auf Plastik verzichten. Also ist es nicht möglich, die Creme so in den Laden zu stellen, weil ihr kennt das. Es gibt immer Idioten, die diese Creme aufmachen und einfach mal gucken wollen. Ne? Und das ist halt echt immer so ein bisschen traurig. Deswegen kommt diese Geschichte im Kartönchen daher. Habe aber auch schon gesehen, dass es Hersteller inzwischen trotzdem so machen, dass sie eben keine Umverpackung mehr haben. Also so sieht es definitiv schöner aus, ist eben auch hygienischer für den Endverbraucher, aber es ist trotzdem so, ob man vielleicht nicht auf Dauer eben auf die Umverpackung verzichten könnte. Also da würde es wahrscheinlich zukünftig auch irgendwie eine Lösung geben. So sieht es halt echt richtig toll aus. Ich hatte in der Vergangenheit auch immer wieder von anderen Marken mal Verpackungen, die einfach riesengroß waren. Hier passt die Tube einfach perfekt rein, muss man an der Stelle auch sagen. Das Pink stößt einfach voll ins Auge, finde ich. Das ist echt super. Sie könnten Naturkosmetik sein, aber es gibt dennoch Inhaltsstoffe, mit denen sie arbeiten, die es eben nicht sind. Also No arbeitet halt eben so, dass sie sagen, sie wollen das Positivste für die Haut. Und wenn da eben Inhaltsstoffe drin sind in unseren Produkten, die eben nicht in dieses Naturkosmetikspektrum reinpassen, dann ist es halt eben so, durch das haben sie halt keine Zertifizierung. Dennoch sind sie Clean Beauty. Ne? Also das muss man an der Stelle schon auch sagen. Hast du Erfahrungen mit dem Produkt gemacht? Schreib mir das doch gerne mal unten in die Kommentare. Das ist wirklich wichtig für die Zuschauer, die eben überlegen, soll ich mir das Produkt kaufen oder soll ich es mir nicht kaufen? Ich komme mit dem Produkt wunderbar zurecht, außer eben diese Geschichte, dass sich die Haut halt, dass sich die Creme halt doch eher auf meine Haut drauflegt am Anfang. Ich muss ein bisschen mehr cremen, dann ist sie eben auch in der Haut drin. Hast du das Produkt auch gekauft? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.